Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Filmgespräche mit SchauspielerInnen, mit RegisseurInnen und anderen Gästen dieses Festivals. Die BIFF Talks, die haben zum Ziel, ein offenes Gesprächsformat zu kreieren, indem wir einen genaueren Blick auf die Filme werfen, die wir hier zeigen, und die Menschen kennenlernen, die hinter den Filmen stehen. Und heute haben wir hier zu Gast Sin und Javid. Hallo. Hallo, freut mich, danke. Sin und Javid, Sie sind mit zwei Filmen sogar. Du bitte. Du, okay, dann fangen wir mit an. Sin, du bist hier mit zwei Filmen da, das haben nicht viele. Kannst du kurz erklären, welche beiden Filme das sind? Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Also das sind, ist einmal die Pilotfolge einer ZDF-Krimi-Reihe, Kolleginnen, und der Kurzfilm Mona und Pavis. Die beiden Genres könnten ja kaum unterschiedlicher sein. Kolleginnen, das ist ein Krimi-Format, wie du schon gesagt hast. Davon wird es ja auch weitere Folgen geben, Langfilme und dann Kurzfilm. Wie war das Arbeiten daran? Das sind ja, wie ich schon gesagt habe, zwei unterschiedliche Arbeitsweisen auch, oder? Das stimmt. Also, jein. Auf der einen Seite, also ich glaube, was ein Kurzfilm ausmacht, ist, dass man in relativ kurzer Zeit natürlich eine bestimmte Atmosphäre erzeugen muss oder eine bestimmte Geschichte etabliert kriegen muss, ohne sehr viel Zeit zu haben, sie also für ein Exposé oder das finde ich insofern spannend, als dass man eben nicht so viel Zeit hat, sich irgendwie erst zu entwickeln. Also man schneidet in eine Situation rein und dann auch relativ schnell wieder raus. In einem Langfilm hat man natürlich die Gelegenheit, das alles langsam anzugehen. In der Arbeitsweise, also ich denke beim Drehen ja nicht daran, es ist nur ein Kurzfilm, jetzt spiele ich anders. Das heißt, ich gehe in beiden Situationen auf mein Gegenüber ein und mache mir über das Format eigentlich in dem Moment nicht so viele Gedanken. Spannend, das hätte ich mir tatsächlich ganz anders vorgestellt. Dann lass uns doch mal zuerst über Kolleginnen sprechen. Dort spielst du einen Gerichtsmediziner, Ede Kuschinski. Kannst du was über diesen Charakter erzählen? Wie hast du dich dem angenähert und wie lief das alles so? Man nähert sich ja unterschiedlich an Rollen an. In dem Fall, klar, habe ich mich damit auseinandergesetzt, was macht ein Rechtsmediziner, das habe ich jetzt auch gelernt, also dass man nicht mehr Gerichtsmediziner sagt. Und womit befasst er sich, womit befasst er sich nicht? Klar war auch, dass ich ein außergewöhnlich junger Rechtsmediziner bin. Und dann liest man sich eben ein, Literatur, Filme, Dokumentationen. Das Praktikum steht mir noch bevor, habe ich auch Respekt davor, aber das lag zum einen vor allem an Corona, dass es nicht ging, aber ich werde auch ein entsprechendes Praktikum bei der Pathologie Rechtsmedizin machen. Und der Ede ist auf eine Art und Weise auch ungefilterter, lustiger Zeitgenosse. In irgendeiner Beschreibung stand ein junger Gerichtsmediziner mit lustigen Augen. Das bringe ich vielleicht mit, ich weiß es nicht, aber er darf ein bisschen skurril sein, ohne zu übertreiben darin, einfach ein bisschen schräg. Und er ist ein Vogelliebhaber, ein Ornithologe. Ein Ornithologe, von dem wir hoffentlich bald mehr sehen auch. Du hast eben gesagt, das war die Pilotfolge. Seid ihr schon an der zweiten Folge dran? Können wir uns schon auf was freuen? Also ich fahre tatsächlich im Anschluss an Kolleginnen nach Berlin, wo gerade die zweite Folge gedreht wird. Und komme dann Sonntag wieder für den Kurzfilm. Und es ist auch für mich heute eine Premiere, weil ich die erste Folge noch gar nicht gesehen habe. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Das ist ja total spannend. Gehen wir noch mal kurz rüber zu deinem Kurzfilm oder dem Kurzfilm mit dir. Du spielst dort Pavis, der in einer besonderen Situation ist. Wie war das für dich? Ich habe gesehen, das ist auch ein Abschlussfilm von der Filmhochschule in Köln. Wie waren da die Dreharbeiten?
Ja, es ist tatsächlich kein Abschlussfilm, sondern ich glaube, das ist das zweite Studienjahr, aber ich will nichts Falsches sagen, aber es ist jedenfalls nicht der Abschlussfilm. Das war tatsächlich sehr spannend und für mich persönlich auch eine sehr sensible Thematik, mit der wir aber auch alle und vor allem das Regie-Team sehr sensibel umgegangen sind. Für mich war zum Beispiel auch direkt die Frage, spreche ich mit Akzent, ja oder nein? Das habe ich für mich relativ schnell verworfen und dann aber, ich glaube sogar am Drehtag, erst dann wieder für mich in Erwägung gezogen, es doch zu tun. Weil ich glaube, dass Sprache gerade in dem Kurzfilm und Kommunikation eine große Rolle spielt und auch eine Unsicherheit, wenn man die Sprache nicht beherrscht, kann man sich eben nicht so ausdrücken, wie man möchte, aber das bedeutet auch fürs Umfeld, dass man das Gegenüber nicht wirklich vielleicht versteht oder missversteht. Und bei so einer noch dazu sensiblen Thematik wie leben Sie in einer Scheinehe oder wenn nicht, dann beweisen Sie das bitte, treffen sehr komplexe Themen aufeinander, die eben, wie ich vorhin gesagt habe, dafür, dass es ein Kurzfilm ist, ich finde ganz toll, umschlagen werden und man ein unangenehmes Gefühl für diese Situation bekommt, plötzlich auf so einem Prüfstand zu stehen. Genau, also ich, ja, den habe ich schon gesehen und daher habe ich auch schon Bezug dazu. Ja, dieses Unbehagen habe ich auf jeden Fall auch gespürt beim Schauen des Films in der Vorbereitung. Das war, ich fand ihn wirklich beeindruckend. Ich hatte sehr, sehr großes Glück, dass ich das auch schon sehen konnte. Dieser Film läuft ja in der Kurzfilmreihe 6 Kurze aus der Region. Und du bist ja auch engagiert am Staatstheater in Braunschweig. Jetzt bist du im Theater, im Film. Wo verortest du dich überhaupt? Hast du Lust, dich da zu verorten oder probierst du einfach aus, was kommt? Genau, also ich probiere tatsächlich aus, was kommt. Ich habe jetzt die letzten 11 Jahre hauptsächlich Theater gemacht und habe jetzt ohne Druck einfach geschaut, wie geht es mir im Film, gefällt es mir. Und es gefällt mir, aber ich möchte es auch nicht, also ich möchte mich nicht genau positionieren, weil ich finde, beide Arbeiten wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend sind. Natürlich habe ich im Theater den Live-Charakter, dass da Menschen sitzen und ich die, oder dass wir die Abende immer wieder neu reproduzieren in der möglichst ähnlichen Qualität. Und im Film finde ich vor allem gewöhnungsbedürftig, das ist für mich noch etwas, woran ich mich so, womit ich mich abfinden muss, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis habe. Also im Theater bin ich vom ersten Probentag bis zum letzten Probentag, bis natürlich zur Premiere und zur letzten Vorstellung am Entwicklungsprozess beteiligt. Und beim Film habe ich ab dem letzten Drehtag einfach keinen Einfluss mehr darauf, was Schnitt, Musik, Postproduktion daraus macht. Und das dauert ja auch manchmal fast 1-2 Jahre. Und dann erinnert man sich nur noch auch so dunkel, was war ja, und dann sieht man das Endergebnis und das kann so einen Film in ganz unterschiedliche Richtungen schubsen nochmal. Und das, davor habe ich auch Respekt, aber ich finde es wahnsinnig bereichernd, auch mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten vor der Kamera. Ich bin da sehr dankbar für. Und wo wir gerade bei Unterschieden und Gemeinsamkeiten zum Theater sind, Q&As finden auch selten statt nach Theatervorführungen. Aber jetzt mit Kolleginnen bist du ja auch dabei und bei Monan Pavis beim Kurzfilm auch. Was erhoffst du dir davon? Das wird ja eine ganz andere Erfahrung als bei deinen Auftritten im Theater hier in Braunschweig. Es gibt auch im Theater Publikumsgespräche, an die ich sehr interessiert bin. Auch so, wenn mir Leute auf der Straße begegnen oder Fragen zu einer Inszenierung haben oder auch über Social Media kommen auch Fragen. Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich das nicht zum Selbstzweck mache oder für mich, sondern mich immer interessiert, wie kommt es an, wie interpretieren die Menschen das da unten im Zuschauerraum und funktionieren die Abende, wie unterschiedlich funktionieren sie.
daher bin ich jetzt auch beim Film ebenso neugierig. Das ist für mich neu, das ist alles für mich sehr neu. Auch hier zu sitzen ist für mich sehr neu, aber was dort für Fragen kommen oder Eindrücke, ich kann das im Film tatsächlich noch weniger einschätzen als auf der Bühne. Jetzt haben wir ja schon über die Filme geredet, die fertig sind und die bei uns laufen. Wie geht's weiter? Gibt es noch weitere Filmprojekte mit dir? Wo kann man dich bald sehen? Abgesehen vom Theater natürlich. Ja, tatsächlich haben sich in den letzten 2 Jahren sehr viele Filmprojekte ergeben. Unter anderem ein queerer Kinofilm, der noch sich in der Postproduktion befindet. Ich habe einen Auftritt in einem ganz wunderbaren Film, Subtext von Sophie Lindbaum, der auch noch in der Postproduktion ist. Auch eine Kooperation mit Nordmedia und ZDF, aber es ist ein Kinofilm. Und ganz besonders freue ich mich auf Frankie Five Star. Das ist ein Kinofilm, in dem ich eine der Hauptfiguren spiele, an der Seite von Lena Ojendowski, die die Titelfigur spielt, die Frankie. Und ich habe heute von der Regisseurin erfahren, dass der Schnitt fertig ist. Und darüber freue ich mich wirklich sehr, weil das war eine ganz tolle, ulkige Arbeit. Und ich glaube, das wird eine sehr lustige, auch ein bisschen dramatische Kinofilmproduktion für groß und klein. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was wir mit dir zu sehen bekommen diese Woche. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder bei den BIFF Talks. Und jetzt erstmal eine schöne Woche hier in Braunschweig. Vielen Dankeschön. Dank. Danke auch.